Ein beschauliches Lagerfeuerchen. Sieht fast so aus, als wenn Lara das selbst erzeugt hätte hier alles. Lara, die Pyromanin und Brandschatzerin. Auch Schuhverkauf. So. Hi. Da unten suchen sie nach ihr. Sind nicht besonders gut im Suchen, die Typen offenbar. Denn Lara war ja eben nicht zu überhören, als sie da rumgeschrien hat. Sie ihren ersten Menschen getötet hat. Kurz bevor sie richtig Spaß daran bekommt. Zurück, ich schieße. Ich höre wieder nichts. Das Schöne ist ja, dass sie irgendwie ganz komisch das mit dem Stereo gemacht haben in dem Spiel, dass man irgendwie immer nur auf dem rechten Ohr alle Stimmen hört. Ich frage mich, wieso sie das gemacht haben. So, jetzt wird's spannend. Jetzt muss ich leise sein. Ich sollte auf gar keinen Fall in eine total spannende Szene reinlaufen. Das wäre ja... Da ist noch eine! Die ist dahinter! Aua! Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Outsider. So, jetzt geht das fröhliche Geballer los. Shit, das ist jetzt gerade schade, weil den hätten wir schön headshotten können. So. Le Headshot Nummer 2. Und wir können die Toten plündern. Das macht Spaß. Jetzt wird es nämlich lustig. Jetzt haben wir eine Pistole. Der Bogen ist ja irgendwie mal ein bisschen lame, wie ich finde. Der ist nicht so schön gelungen im Spiel, meiner Meinung nach. Also ist natürlich sehr individuell unterschiedlich. Ich habe auch schon Leute gehört, die den Bogen sehr mochten. Aber ich finde ihn halt nicht so toll. Ich mag die Schusswaffen im Spiel lieber. Und wir stemmen mal diese wunderschön restaurierte Tür auf. Oh weia, Lara, jetzt... Jetzt wird die Luft knapp. Da. Nee. Alles brennt. Das ist sowieso, da muss man sich in dem Spiel dran gewöhnen. Alles brennt immer. So, Lara, wieso hast du jetzt wieder zum Bogen gewechselt? Das solltest du doch nicht. Oh doch, wir sollen den Bogen benutzen, um geräuschlos zu schießen. Kopfschuss! Mimimi! Ne. Ich hab dich gekopfschusst. Jetzt bist du dran. Ach nee, Moment mal, das geht ja gar nicht mehr. Halten Sie bei ausgerüsteten Bogen linke Maustaste gedrückt. Hä, was war das denn jetzt für ein Tipp? Den hatten wir doch schon. So, warte mal, manuell speichern kann man in dem Spiel nicht. Nee, leider nicht. So, zwei Kopfschüsse. Das ist auch nicht schwer, solange die sich nicht zu sehr bewegen. Kommt einer runtergekraxelt und hoffentlich... Ja! Begeben Sie sich weiter den Berg hinauf und stoßen Sie zu Roth. Bergungsgut. Die tragen Schrott bei sich. Sind wohl auch Schrottsammler. So, und wir klettern hoch. Lara, bist du da? Ja. Gut, dass er sich erst jetzt meldet. Bist du okay? Roth, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. So, Roth ist ja irgendwie so der Obermentor-Typ. Warte mal, hier kann man abspringen. Aber wohin? Ach so, das ist wahrscheinlich... Warte mal, ich versuch mal was. Ups.
Kommt man hier wohl irgendwie irgendwo Cooles hin? Nee. Ich frag mich, wozu das dann ist. Oder kann man hier... Oh. Ist das wohl ein Geheimnis? Belohnungsort ansehen. Bergtempel, komplette Karte. Oh, wir haben... Das ist ja geil. Wir haben freigeschaltet bekommen, dass wir sehen können, wo die ganzen Sachen auf der Karte sind. Ich habe ein Secret aufgedeckt. Bin der Beste. Jetzt weiß ich nur gerade nicht, wie wir das hier anzünden sollen. Hier ist ja gar nichts. Shit. Tja, Lara. Kein Wasser vorhanden für uns. Und da... Hä? Aber davor ist... Doch, ein Wasserfall. Ich frag mich halt gerade, wie man das anzünden soll, wenn man hier sowieso nicht mit einer Fackel reinkommt. Na gut. Dafür haben wir aber das... dieses coole Belohnungsbüchlein bekommen, wo wir jetzt alle Schätze sehen können. Das freut das Herz. So. Können wir hier ein bisschen rumkraxeln. So, und ich freue mich übrigens auch schon sehr auf den zweiten Teil, der aber leider erst nächstes Jahr für den PC rauskommt. Also erst im Februar, glaube ich. Oder im März nächsten Jahres. Ich glaube, erstes Quartal war angegeben. Ich hoffe, dass sie sich daran halten. So, wir haben wieder ein Lager gefunden. Man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. So. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Ja, finde ich ein bisschen... Schade, dass das Gelaber von Lara, also diese Tagebucheinträge, eher belanglos sind. Also sie erzählt da nichts Spannendes, meiner Meinung nach. So, wir können jetzt natürlich das zweite Bogen-Upgrade uns holen. Die Frage ist, möchten wir das oder möchten wir lieber die Pistole upgraden? Mit zum Beispiel einem größeren Magazin oder belüfteten Schlitten? Wenn wir mit dem Bogen headshotten, dann bringt uns mehr Schaden ja gar nichts. Also ist es doch eigentlich egal. Deswegen würde ich fast sagen, bringt das Projektil präziser ins Ziel, erhöht damit den Schaden. Plus 2. Präzisionserhöhung ist natürlich auch super. Ich überlege, ob ich das oder das nehmen soll. Größeres Magazin ist natürlich auch nice. Nehmen wir mal das. Belüfteter Schlitten. So, und jetzt haben wir leider nicht mehr genug Bergungsgut, um den Rest zu bezahlen. Hoffen wir einfach, dass wir sonst noch genug finden. Alles klar. So, hier ist noch was. Hier ist noch so eine Höhle. Hier könnte man sich eine Fackel holen. Nur hier braucht man die gar nicht. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, Sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Ja, netter Typ, sehr sympathisch. Dem möchte ich auch begegnen.
ist übrigens Matthias, wie das hier links steht. Der Typ, der sich neulich am Lagerfeuer vorgestellt hatte. Ganz interessant, was wir da von dem erfahren. So, und jetzt geht es weiter. Laralein. Bumm. Ist sie nass geworden. Genau. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Hier haben wir, glaube ich, genug. Haben wir alles eingesammelt. Und die Karte sagt uns, wir haben schon ein paar Sachen gefunden. Allerdings nicht alles. Nicht alles. Da ist noch ein Geocache. Aber gut, die Geocaches weiß ich nicht, ob ich da so scharf drauf bin, die alle einzusammeln. Ganz ehrlich gesagt, nö. So. Genau, da kämen wir wieder zurück und könnten noch nach dem Geocache suchen. Das machen wir jetzt aber echt nicht, weil das hier ist kein 100% Let's Play. Ich persönlich finde 100% Let's Plays total langweilig und deswegen machen wir das nicht. Ganz einfach. Ablenkung. Schießen Sie Pfeile in Mauern in der Nähe, um diese abzulenken. Ja, aber wieso sollte ich das tun? Oh shit. Habe ich den jetzt erwischt? Komm, das war ja wohl. Das war ja wohl voll der Kopfschuss. So, jetzt haben die mich natürlich alle gesehen. Shit. Ah, dieses Ruckeln nervt. So, wir haben, glaube ich, jetzt 4 Leute ausgeschaltet. Ist hier hinter noch irgendwas? Guck mal, hier ist ein Baumstumpf. Kann Lara drauf rumklettern. Da könnte man auch hoch. Da geht's nicht rein. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwo Besonderes hinkommen. Ich werde jetzt erstmal die Leichen plündern. Leichen flattern. So. Waffenmodifizierung verfügbar. Verbessern Sie Waffen in Lagern. So, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo langkommen. Jawohl. Zack, die Hacke in die Metalltruhe gesteckt. So. Alles klar. Zack. So, Lara, du bist ein Tier. Wie du die alle ausschaltest hier. Mit dem Bogen sogar. Und das, obwohl ich mit dem Bogen gar nicht so gut klarkomme. Nur der Bogen ist halt auch lautlos. So, Laternen zerstört. Ach so. Komme ich wieder hoch? Nee, schade. Weil ich wollte eigentlich gucken, ob ich die andere Laterne auch kaputt machen kann, die da hing. Mist. Na gut, dann gehen wir hier weiter und trauern ein bisschen um die nicht zerstörte Laterne. An Halloween oder so laufe ich halt auch immer rum und kann ich mich jetzt eigentlich... Genau. Ich habe jetzt einfach mal das Tutorial ignoriert, weil ich finde, dass man die auch viel besser aus der Entfernung ausschalten kann. So, sind hier noch irgendwelche Typen? So, da ist... Ah, guck mal hier. Hier haben wir noch so einen Kerl. Schade, der ist gerade vorbeigepattet. So, den haben wir auch erledigt und... Den haben wir auch erledigt. Und den auch. 3 Leute auf einen Streich. Ist er runtergefallen? Nö. Ich dachte jetzt, die Leiche wäre runtergefallen. Das sah gerade eben so aus.
Och. Da. So. Okay. So, und jetzt geht's nämlich los mit den Gegnermassen. Oh, den habe ich nicht gesehen. Mist. Wo ist die Sau? Alter Schwede. Ach, es brennt wieder alles. Na dann sollten wir vielleicht mal weitergehen. Ich meine, ich finde Fußbodenheizungen zwar schön, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt... Ob ich jetzt unbedingt gebratene Füße haben will, weiß ich nicht. Das ist, muss ich mir noch überlegen. So, Seilrutsche. Springen Sie an der Seilrutsche entlang. Finde ich ja cool, wie sie dieses... Die Stemmaxt benutzt. So, das untersuchen wir gleich. Jetzt will ich einmal kurz noch... Okay, da geht's irgendwie nicht. Vielleicht können wir gleich ins Wasser gehen und mal gucken, ob es da noch irgendwas Cooles gab. Kann man das Ding? Nee. So, das kann man nicht zerstören. Gucken wir mal, was das hier für ein Dokument ist. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie. Sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Ja, super. Total sane und sympathisch, der Typ. So, und wir gucken mal, was es hier noch so gab. Warte mal, konnte ich hier eine Fackel irgendwo anzünden? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder doch? Oder nee? Jawohl. Die brauchen wir nämlich jetzt da hinten. Bam, bam, bam. Also seit ich dieses Stress-FX ausgeschaltet habe, läuft das Spiel wesentlich besser. Das ist doch schon mal wunderbar. Fällt die Kiste in den Dreck. Und wir haben hier noch Sachen. Das ist bestimmt ein explosives Fass. Und wie kommt man da hin? Komm ich hier rein? Jawohl. Ja. Die Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Genau, wenn wir jetzt ein bisschen rumsuchen, dann finden wir auch noch zusätzliche Informationen vielleicht... Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, das stände dann da. Ein Seidenfächer. Huiuiui. So, Lara, möchtest du durch das Loch gehen? Nein, anscheinend nicht. Wenn die Dame nicht möchte, dann muss sie ja auch nicht. Und rüber. Haben wir hier noch? Ein wenig Bergungsgut offenbar. Kann man da wohl runterspringen, ohne zu sterben? Ich habe keine Ahnung. Wovon ich allerdings Ahnung habe, ist die Uhrzeit. Und die sagt mir... Oh, schade. Ich dachte, das wäre irgendwas zum Wegschießen. Uah. Waren wir hier unten schon? Ich glaube schon, ne? Nee. Ein Gunbai. Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. Ja, sowas finde ich ja auch schön. Es hat mir irgendwie in den alten Tomb Raider-Teilen fast schon ein bisschen gefehlt. Irgendwie so Erläuterungen zu verschiedenen Artefakten oder sowas. So, jetzt sind wir hier gewesen. Kommen wir hier auch wieder weg? Ja, kommen wir. Und jetzt gucke ich mal auf die Karte. Haben wir alles gefunden soweit? Sieht so aus.
Bis auf den einen blöden Geocache da hinten, aber da laufe ich jetzt nicht nochmal extra hin zurück. Und in der nächsten Folge sehen wir dann, was uns hinter diesem Tor erwartet. Wir sind alle sehr gespannt. Bis dahin, ciao.